angekommen. Wir gehen kurz rein, klären uns ab hier, bla bla bla. Bitte hier, stellen LKW an Rampe 36. Machen wir. Motor lief. So. Wir parken wieder über den rechten Spiegel ein. Gar kein Problem. Wir sind Vollprofi, 40 Jahre lang Fernfahrer gewesen. Wir wissen, wie der Hase läuft. Deswegen habe ich auch gar keine Probleme damit, das Lenkrad nicht verkehrt um einzuschlagen. Das kann ich im Schlaf. Alter, man sieht nach hinten aber kaum was, ne? Bin ich jetzt irgendwo gegengeballert? Oh ja. Hat keiner gemerkt. Und daher, dass man wirklich kaum was gesehen hat hier im Dunkeln. Versuchen wir es mal aus der Perspektive. Eigentlich will ich das gar nicht, da weigere ich mich. Ich will das in der Perspektive schaffen. So sieht das halbwegs gut aus. Ah. Könnte passen. Bin mir noch nicht sicher. Doch, das haut hin. Da stehen wir aber fast wieder eins gerade. So. Das war Auftrag Nummer 3. Sehr schön. Erfahrung haben wir gekriegt. Ja, immer noch Neuling. Wir haben aber 4000 kassiert. Das ist sehr schön. Keine neue Nachricht. Karriereentwicklung. Geht langsam bergauf. Wir können ja mal gucken. Wir haben jetzt 13.000 auf dem Konto. Wenn wir jetzt mal angenommen, wir gehen zur Sparkasse. Oder zu irgendeiner Bank unseres Vertrauens. Ja, das können wir noch nicht mal annehmen, weil wir keine 5.000 am Tag haben. Wir könnten uns 100.000 Kredit nehmen. In 100.000 kriegen wir aber immer noch keinen LKW. Ich glaube, der billigste war 112. Und dann hätten wir nur noch einen Tausender über, haben einen LKW. Wobei, wenn wir mit dem eigenen LKW und geliehenen Aufliegern fahren, das könnte funktionieren. Wir gucken uns mal an. Wir gehen zum Scania-Händler. Gucken mal eben. Besuche ausgewählten Händler. Online kaufen. Ah ja. Dann müssen wir tatsächlich nach Hannover zum Scania-Händler. Und gucken uns mal an, was die so haben. Hier, 112.000. Den könnten wir uns jetzt mit dem Kredit leisten. Dann hat der aber nichts. Er hat gar nichts. 360 PS. Ja. Können wir hier Licht einschalten? Kann ich wenigstens kostenlos eventuell die Farbe ändern. Guck mal, der hier würde 113 kosten. Streamline. Okay. Der wäre mir eigentlich schon ganz lieb. Am geilsten fände ich natürlich den. Warte. Den Kollegen hier. Boah, hier, Alter. Boah, krass. Alter. Boah, da geht das Herz auf. Den nehme ich. Vierachsigen. Boah. Mit übelster Kabine. Richtig fetten Tanks. Was will der mit so viel Druckluft? Ja, kostet aber auch nur 314.000. Da sind wir gar nicht so weit weg. Wirklich verlassen? Ja. Spielzeit Dienstag. Okay. Bank. Wir machen es einfach. Ich nehme die 100.000. Zinssatz. Tägliche Rate. 2.800. Das heißt, wir fahren jeden Tag einen Auftrag umsonst.
Und wahrscheinlich noch ein Auftrag um tägliche Rate. Das heißt, dann ist ja ein Auftrag ein Tag oder was? Keine Ahnung, wir gucken uns das an. Wenn wir uns da nicht mal ins Verderben gestürzt haben. So, ich möchte zum LKW-Händler. Ja, wir wollen nach Hannover. Und dann nehmen wir. Den können wir uns schon nicht mehr leisten. Nehmen wir uns erstmal die Standardgurke. Können wir wenigstens kostenlos die Farbe ändern. Fahrerhaus. Also hier kann man einzelne Teile nochmal ändern. Was wir uns alles nicht leisten können. 12-Gang mit Retarder. Ja, das Geld haben wir einfach nicht. Oh, hier. Das kostet sogar mehr Geld. Ich will gerne Deep Ocean haben. Das kostet nämlich weniger. Bestätigen. Jetzt kostet er nur noch 112.000. Kaufen. Leute, wir sind Besitzer eines oder stolze Besitzer eines Scanias. Wie geil ist das denn? Und da steht er auch schon. Auf unserem eigenen Hof. So schnell hat man sich selbstständig gemacht, wenn das mal so einfach wäre. Kann ich jetzt hier aussteigen? Kann den LKW nicht verlassen, oder? Fahrzeugbrowser. Experimentiere mit verschiedenen LKW-Ausführungen. Ansicht der im Spiel verfügbaren käuflichen Auflieger. Gar nicht wissen, was der kostet. Oh, geil, ein Gigaliner. Noch ein Gigaliner. Gibt es aber auch tausendmal denselben, ne? Ach, das sind Kühlkombis, alles klar. Auto, Flüssig, Gas, alles. Also es gibt jeden Scheiß. Gut, interessiert uns nicht, haben wir gerade kein Geld für. Jetzt ist die Frage, was müssen wir jetzt machen? Garagenmanager. Größe winzig. Musst du gleich so beleidigend sein? Kackspiel. Okay. Ich verdiene Geld mit deiner eigenen Zugmaschine, die du mit Fracht auflädst und sicher ins Spiel bringst. Für Aufträge von World of Trucks mit deinem eigenen Equipment aus. Zeichnen diese Aufträge sind in deinen. Ist das online? Brauche ich dafür. Nee. Brauche ich keinen Anhänger für. Oh, hier kriegen wir 5.900 für. Ja, her damit, den nehmen wir an. Jetzt Navi-Ziel einstellen. Jetzt müssen wir da erstmal noch hinfahren. Deswegen kriegen wir da so viel Geld für. Na, dann lassen wir uns mal überraschen. Fahren hier einfach mal rückwärts in den Verkehr hinein. Mit unserer Solo-Zugmaschine. Ich bin echt gespannt, ob wir uns in den Ruin gestürzt haben jetzt oder nicht. Alter, ihr geht ohne Anhänger, gehen die gut ab. Wie viele Kilometer haben wir? Wow, wir haben 400 Kilometer, nur um an den Ort zu kommen, wo wir aufladen sollen. Krasser Shit. Und wieso fährt er hier?
Spacko. Wieso kriegt denn der kein Ticket? So, irgendwo habe ich gerade rausgezoomt, ne? Ich möchte gerne wieder. So. Ich bin furchtbar gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Ah, guck mal, der lässt uns rein. Perfekt. So, auf geht's. Wir müssen 400 Kilometer fahren, um ans Ziel zu kommen. Für unseren Auflieger. Man weiß noch nicht, ob sich das gelohnt hat. Blöde Ampel. Und wenn wir jetzt 6 Stunden Fahrzeit haben, kommen wir da an und müssen ja schon wieder verschlafen, glaube ich. Na, auf jeden Fall wird es jetzt interessant. Als selbstständiger Fahrer. Na, Retarder haben wir noch nicht, ne? Nee. Oh, und es fängt an zu regnen. Dann machen wir mal Scheinwerfer an. So, Licht haben wir auch. Auf geht's. Wegen 1 km/h werden wir wohl nicht meckern, hoffe ich. Ich drehe trotzdem lieber nochmal nach, dass wir auf Punkt 80 fahren. Weil jetzt haben wir kein Geld mehr, um uns irgendwelche Fehler zu leisten eigentlich. Wir müssen einen teuren Kredit abbezahlen. Wir haben einen teuren LKW unterm Arsch. Fahren gerade 5 Stunden, also über 400 Kilometer hatten wir. Mit, also als Leerfahrt. Das nächste Mal sollte man vielleicht tatsächlich gucken, dass man irgendwas auf jeden Fall, also dass man nie eine Leerfahrt hat. Dass wir irgendwo, da wo wir sind, was mitnehmen. In irgendeine andere Richtung. Das war jetzt halt nicht schlau. Okay, ich wusste es auch noch nicht besser. Für den nächsten Auftrag weiß ich es wohl besser. Dass wir keine 300 Kilometer umsonst fahren. Also mit dem Tempomat ist echt lästig, den vernünftig einzustellen. So, ich bin mal auf den Spritverbrauch gespannt. Wir sollten auf jeden Fall sehr spritsparend fahren, was hier eigentlich fast unmöglich ist. Ja, ich gehe auch mal von aus, wahrscheinlich hätte ich jetzt kein Scania am Anfang genommen. Als Lieblings-LKW oder wie auch immer. Was soll ich, Mercedes oder sonst was? Dann hätten wir halt wahrscheinlich, würden wir jetzt Mercedes fahren. Dann wäre der erste Händler, der freigeschaltet ist, wahrscheinlich Mercedes-Händler oder ein DAF-Händler oder Volvo. Was auch immer wir uns da ausgesucht hätten. Alter, der hat kein Licht an. Den habe ich in den anderen Spiegel nicht gesehen. Sowas. Aus einer Brücke Amsterdam nieder. Nee. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir haben momentan keinen Auftrag. Hätte ich einen Auftrag dahin jetzt annehmen können? Ich blick das noch nicht so ganz. Also wir haben das Ziel, irgendwo dahin zu fahren, aber keinen Auftrag. Ich halte gleich mal auf dem Seitenstreifen kurz an.
Eventuell können wir hier in der Stadt irgendwo irgendwas, was auf dem Weg liegt, nochmal. Ist natürlich jetzt übelste Spritverschwendung, hier mitten am Berg anzuhalten. So, Auftragsangebote.